21. Juni. Sei ein Nachahmer. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Epheser 5, Vers 1. Es mag wohl einfach sein, darüber zu reden, ein Nachahmer Gottes zu sein, aber es ist schwierig, auch wirklich einer zu sein. Aus deiner eigenen Kraft wirst du es nie packen. Jesus gab uns mit der Bergpredigt quasi eine Starthilfe und zeigte uns, wie wir Nachahmer Gottes werden können. Wir sollen weinen über unsere Sünden mit einem zerbrochenen und zerschlagenen Herzen. Wenn uns unsere Sündhaftigkeit überwältigt hat, dann werden wir nach Gerechtigkeit dürsten. Das ist paradox. Wir sollen vollkommen sein wie Gott, aber aus uns selbst heraus können wir überhaupt nie so vollkommen sein wie er. Wenn wir uns dieses Paradoxons erst einmal bewusst sind, dann wird uns klar, dass es da noch eine andere Kraft geben muss, die es möglich macht, ein Nachahmer Gottes zu sein. Der Apostel Paulus betete, dass Gott uns an Kraft zunehmen lasse durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Epheser 3, Vers 16. Der Heilige Geist versorgt uns mit Kraft, auf dass ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Epheser 3, Vers 19. Wir können sein wie Gott, was seinen Charakter betrifft, aber wir können es nicht aus uns selbst heraus. Es ist das Werk des Heiligen Geistes.